Und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer von ParkTube hier bei einer weiteren Episode von Dispatch Now, dem Newsformat von dem Kanal ParkTube. Und ja, heute geht es wieder um mein Lieblingsthema einfach auf diesem Kanal, und zwar Voltron Nevera, dem neuen Coaster im Europapark. Und natürlich stellt sich auch noch die Frage, nicht nur wann der Coaster öffnet, wie viele Überschläge es hat oder Invasionen, wie viele G-Kräfte und die ganzen Sachen. Nein, natürlich fragt man sich auch, wer darf denn jetzt alles mitfahren, also an Besuchern? Weil natürlich gibt es auch Menschen, die quasi ein bisschen beeinträchtigt sind, wie zum Beispiel hörgeschädigte Leute, die halt nicht sehen können, oder auch Leute, die nicht selber gehen können. Das sind so die ganzen Sachen, die man sich natürlich auch noch fragt, ob man diese auch besuchen kann. Also die Attraktion, wenn man quasi eine Behinderung hat oder halt Hilfe braucht oder sonst was. Und natürlich, ob eine Barrierefreiheit gegeben ist beim Voltron Coaster. Und das wollte ich heute mit euch klären in diesem Video. Also bleibt dran. Heute lese ich einen Artikel von parkerlebnis.de. Auch vielen Dank nochmal hier für die Mühe dazu. Und ja, dann lese ich euch mal so ein bisschen vor, was man dazu dem Thema jetzt schon weiß. Und zwar im Rahmen der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, also die ITB, hat der Europapark-Fachpublikum der Tourismusbranche seine Neuheit der Saison 2024 vorgestellt. Natürlich ist es die neue Achterbahn Voltron Nevera. Und sie haben eben noch dazu Details freigegeben zur Barrierefreiheit. Und pass auf, Freunde, es gibt dann auch für den Coaster die Virtual Line. Also da können wir alle uns schon drauf freuen. Virtual Line auch bei Voltron direkt am Start. So heißt es hier, der Europapark ist bestrebt, dass möglichst viele Menschen in den Genuss der neuen Attraktion kommen können, welche im ebenfalls neu entstehenden 17. europäischen Themenbereich des Freizeitparks zu finden sein wird. David Lämmel aus der Geschäftsleitung des Europapark sprach deshalb auch über die Themen Barrierefreiheit und Maßnahmen zur Reduzierung von Wartezeiten beim Zugang der Achterbahn. Also da haben wir es schon gehört. Man möchte natürlich auch versuchen, möglichst vielen Menschen es zu ermöglichen, an diesem tollen Produkt seinen Spaß zu haben. Das finde ich sehr, sehr schön, dass man da auch an jeden Einzelnen denkt, der diesen Park besucht, und nicht nur an Leute, die selber klarkommen, wo alle Sinne funktionieren. Gewisse Freizeitparks in Brühl kriegen das leider nicht auf die Kette, was ich wirklich sehr schade finde. Also jetzt nur als Beispiel in Brühl, wenn du dort als Person mit Beträchtigungen reingehst, dann musst du dich darauf einstellen, dass du so gut wie gar nichts fahren kannst. Und hier haben wir das beste Beispiel, dass es eben funktioniert. Man muss es halt nur wollen und können. Dann darf auch natürlich jeder seinen Spaß haben, auch bei neu entstehenden Attraktionen. Das funktioniert also ganz gut. Lämmel versicherte zunächst, dass die neue Achterbahn barrierefrei sein werde. Im Rahmen des Tags der Barrierefreiheit Tourismus, welcher zeitlich mit der ITB 2024 in Berlin stattfand, führte der Europapark-Repräsentant die Bestrebung des Freizeitparks hin zur Barrierefreiheit sowie bereits stattgefundenen Maßnahmen weiter aus. So hätten inzwischen sämtliche Fahrgeschäfte des baden-württembergischen Ausflugsziels zumindest für Menschen mit Beeinträchtigungen der Psyche oder des Hörens freigegeben werden können. Das ist doch eine mega coole Information. 97% der Attraktionen dürfen ihm zufolge auch Personen, deren Sehvermögen beeinträchtigt ist, nutzen. Und das ist immer sehr schön zu hören. Für Gäste, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stehen inzwischen 94% aller Fahranlagen zur Verfügung. Bei Personen mit amputierten Körperteilen hängt es dann von den genauen Umständen ab, ob ein Fahrgeschäft genutzt werden dürfte oder nicht. Und das ist natürlich klar, man muss schon gucken, dass man irgendwie ohne Probleme auch evakuiert werden kann. Genau, und um eben halt die Sicherheit gewährleisten zu können. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den muss man verfolgen. Ist auch natürlich eine TÜV-Sache, weil natürlich muss der TÜV auch klare Ziele setzen und sagen so, hey, das geht mit so einem Zwinkern, aber das ist so gar nicht. Deswegen muss man da auch im Einzelfall immer schauen, dass man das machen kann. Aber ihr seht es ja auch an den Prozentzahlen, 97% aller Attraktionen
dürfen diese Personen auch fahren. Und je nachdem, nach Einzelfällen, dann sind das wahrscheinlich diese 3-6%, die man hier dann leider nicht mitfahren lassen kann. Aber das hat wirklich alles nur mit Sicherheit zu tun. Und sonst wäre da halt echt, wenn was passieren sollte, hat man echt ein Riesenproblem. Und das will man natürlich verhindern. Und auch ein geiler Aspekt ist natürlich, wir kennen ja sehr viele Attraktionen, wo es eine Maximalhöhe gibt, die man haben darf. Und die bezieht sich meistens auf 1,95 Meter bis maximal 1,98 Meter. Und hier hat man tatsächlich jetzt versucht, mit Voltron, sage ich mal, einen neuen Schritt zu gehen. Und zwar zitiere ich hier Worte des Parks: Wir wollen einen Schritt weiter gehen, als es üblich ist, versicherte Lämmel. Die endgültige Maximalgröße für eine Fahrt mit der neuen Europapark-Achterbahn sei nun abhängig von der Abnahme durch den TÜV. Das heißt, der Park, also beziehungsweise Mack Rides, versucht wirklich so vielen Menschen, wie es nun geht, eine Fahrt möglich zu machen. Aber letztendlich hat der TÜV natürlich das letzte Wort. Also wie gesagt, da hoffen wir auf jeden Fall auch für den Park, dass da möglichst, sag ich mal, dass man da viele, viele Freiheiten hat, als Gast das erleben zu dürfen. Und ich glaube, der Europapark an sich, beziehungsweise Mack Rides, macht da schon einen wirklich sehr guten Job. Und ich bin einfach nur begeistert, wie gut die arbeiten können, was sie alles ermöglichen wollen. Und da siehst du es schon, es ist die Qualität zu einem natürlich, aber zu anderem auch, dass man versucht, jedem dieses Produkt anbieten zu können und nicht einfach nur um Geld zu scheffeln. Nein, natürlich kostet so ein Produkt ein bisschen, aber man möchte jeden ermöglichen, diese Fahrt möglich zu machen. So rum. Also ich bin ein bisschen sprachlos. Also ich muss sagen, ich lese bis jetzt, bis heute nur Gutes seitens Mack und Europapark. Also ja, auch bei dieser Episode heute. Ja, jetzt legen wir noch kurz unseren Fokus auf die Virtual Line bei Voltron Nevera, denn die soll natürlich auch kommen. Die neue Achterbahn sollte jedoch nicht nur ein möglichst breites Spektrum von Gästen erleben können, sondern täglich auch möglichst viele und das ohne größere Wartezeit. Da tut man natürlich auch die Virtual Line mit einbauen. Dafür wird bei der Neuheit die Möglichkeit der Virtual Line eingeboten. Dadurch ist es Besuchern und Besucherinnen möglich, einen Zeitpunkt für die Fahrt per App quasi zu reservieren. Die Wartezeit bis zu diesem Zeitpunkt können die Gäste frei im Europapark verbringen und beispielsweise die Gastronomie nutzen oder andere Fahrgeschäfte aufsuchen. Und ich glaube, viele wissen schon Bescheid, wie die Virtual Line funktioniert. Lege ich wirklich jeden ans Herz. Aber man darf nicht vergessen, an sehr vollen Tagen, wenn du morgens schon in den Park gehst, schau direkt mal nach, ob Wodan und Blue Fire, ob da noch was frei ist, weil die sind relativ sehr, sehr, sehr schnell vergeben und halt immer ab und zu mal drauf schauen und aktualisieren, ob denn was frei geworden ist, weil morgens geht das wirklich ruckzuck und meistens hast du aber noch später zum Beispiel Voletarium oder Poseidon hat meistens noch Plätze, auch glaube ich Pirat Batavia hat auch eine Virtual Line, wo ich finde, braucht sie jetzt nicht unbedingt. Da hätte ich vielleicht eine andere Attraktion genommen. Aber mal schauen, was dieses Jahr so an Virtual Lines dabei sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann hätten wir jetzt auch diesen Aspekt mal unter die Lupe genommen. Und zwar, die Barrierefreiheit ist gegeben. Hier auf jeden Fall schon mal aufatmen natürlich, die Virtual Line kommt auch zum Voltron Nevera und außerdem mal schauen, wie die maximale Höhe sein wird für die Fahrgäste. Also da auch für Leute, die über 1,95 sind, die haben echt immer Pech gehabt bis jetzt bei so schönen Attraktionen und ich hoffe, dass wenigstens diese Menschen dann jetzt sehr bald im Europapark mal endlich eine schöne Achterbahn fahren können. Ich wünsche es mir sehr, dass möglichst viele da mit können. Und wie gesagt, ich freue mich einfach mega. Und ja, mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. In diesem Sinne sind wir jetzt auch schon wieder fertig hier bei der nächsten News-Ausgabe. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, kannst du diesen Kanal doch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich freue mich, dass du jedes Mal hier wieder reinschaust. Mega cool. Und an alle, die neu dabei sind,
Hallo, ich bin Andi und ich bin Parktuber. So, so sieht's aus. Nee, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln, winken, nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder hier beim nächsten News-Video, einem Vlog aus dem Park oder vielleicht sogar in einem Livestream, je nachdem, worauf du Bock hast. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde, und ciao.